Bla bla bla. Vielleicht will er von uns, dass wir den unidentifizierten Flugobjekt nachgehen, die man über der Hauptstadt gesichtet hat. Stell dir das mal vor, Schau. Da juckt es mich jetzt schon in den Fingern. Sicher, dass das keine Flöhe sind? Das passt nämlich gar nicht zu dir, dass du so viel Elan zeigst. Nun, das werden wir ja sehen, sobald wir ihn treffen, oder? Ja, was das angeht, Ernest. Wo genau in diesem riesigen Gebäude ist denn sein Büro? Wahrscheinlich ganz oben, wenn es der Chefredakteur ist. Ja, mal so. Vielleicht ist er auch ganz unten im Keller, weil... Nee, da kommen die Praktikanten hin, die Kaffee holen. Und zwar aus dem obersten Stock. Nein. Genau, der Kaffee wird im obersten Stock dafür gebraut. Und die müssen dann hoch, ja. Um den dann im ganzen Gebäude zu verteilen. Mhm. Oder so. Oh, Entschuldigung, aber das habe ich vergessen zu fragen. Ich verstehe. Tja, dann müssen wir eben jetzt wegen fragen, schätze ich. Oh, da wären Rätsel jetzt eigentlich ganz angebracht. Ach, was für ein Glück. Schaut mal, da drüben ist Sam Sniffler. Mhm. Naja. Unser Reporterfreund. Hervorragend. Er wird das ganz bestimmt wissen. Gehen wir los und fragen ihn. So, Hinweismünzen. Oder irgendjemand. Achso, ja, erstmal Hinweismünzen. Genau, eine in der Laterne, wie immer. Eine Kuriosität. Plastikpinguin da oben. Wo? Da, wo ich gerade meine Laterne hab. Okay, du kannst... Oh, in dem O von London Times ist nichts. Wir haben es kaputt gemacht. Ja. Vandalismus. Im Mülleimer. Ja. Eines der Fenster vielleicht? Nein, da nicht. Ah, in der Tür? Nein. Nee. Stellt euch nur vor, hier wird jeden Tag die London Times gemacht. Selbst zu dieser Tageszeit kommen und gehen reichlich Leute. Ich mag diese Türen. Sie sind schön leicht, da quetscht man sich nichts, wenn man sie mit der Schnauze aufdrückt. Na, im Schornstein. Schornstein? Welcher? Rechts, in dem blauen Haus. In dem großen blauen Haus? Ja. Mit dem Bären drin? Und der Maus? Was für ein köstlicher Duft. Ja, da kommt der aus dem Restaurant nebenan. Oh. Ein Restaurant direkt neben dem Büro zu haben, muss doch ein echter Vorteil für jeden Schreiberling sein. Und für Cat Riel wäre es auch. Es ist Zeit fürs Abendessen. Die ganzen Schnüffler von der Zeitung holen sich gerade ihr Fresschen ab. Riecht auch echt gut. Ich würde sagen, wir arbeiten uns von links nach rechts durch, weil wir ja mit Sammy an sich reden müssen. Bobby hat ein Rätsel. Hallo, Hallöchen. Wenn das mal nicht bis late or co sind. Ich muss schon sagen, tadelloses Timing. Oh, ich hätte ja am liebsten mal wieder Booker da. Ja, Cock. Ja, Cock Booker. Ich liebe Cock Booker. Sie rückt gerade ein Stück weg. Der Inspektor hat mir ein Rätsel zukommen lassen, aber ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, wie ich es lösen soll. Nun, Konstabler, da kann ich Ihnen sicher helfen. Wir lösen jedes Rätsel, wie ich immer schon so schön sage. Ich wäre Ihnen zutiefst verbunden, wenn Sie mir bei diesem kniffligen Ding hier helfen könnten. Das knifflige Ding von Cockbooker. Nein. Das komische Verkehrsschild. Oh wei. Rätsel 85. Rätsel 85? Na, weil wir ja Fälle übersprungen haben. Stimmt. Das Rätsel hättest du mir stellen müssen als Rätsel. Ja. Warum ist die Zahl so hoch? Ja. Dieses Parkplatzschild wurde mutwillig beschädigt und ergibt keinen Sinn mehr. Kannst du zwei Stäbe so bewegen, dass das Schild wieder anzeigt, dass es hier einen Parkplatz gibt? Schiebe die Stäbe, um sie zu bewegen und tippe sie an, um sie zu drehen. Ein Parkplatz? Hä? Ich habe echt keine Ahnung, wieso das... Nee. Was ist denn? Was gibt's denn? Es gibt ein P. Für Parkplatz. Ja, für Parking und sowas, aber vielleicht ist das gar nicht gemeint.
Also ich müsste halt mehr bewegen dafür. Vor allem, das muss ja auf irgendeine Art und Weise vorher schon... Ja, nicht gucken. Nee, Entschuldigung. Ja, ich guck weiter nach unten. Ich bin irgendwie... Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ja, allerdings auch. Also ich habe halt eine Idee, wie man es an sich machen könnte, aber dafür muss ich mehr Stäbe bewegen. Mhm. Oh nein. Hm. Parkplatz. Was gibt's denn noch? Wie zeigt man denn einen Parkplatz an? Ich bin voll verwirrt. Ich glaube, ich nehme einen Tipp. Ich nehme jetzt einen Tipp. Dann nehme ich auch einen. Wenn du das Schild reparierst, zeigt es die Position des Parkplatzes an. Ja, habe ich mir gedacht. Oh! Oh! Aha! Mann! Schneller! Ja, klar. Dass da ein Pfeil irgendwo bei rauskommt, dachte ich mir auch. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ja, das und dass ein P irgendwo sein könnte. Aber ich habe gedacht. Habe ich auch so gedacht. Nee, das P habe ich mir nicht mal gedacht. Ich habe gedacht, du kennst doch das bestimmt, wenn man irgendwie Parkplätze anzeigt, dass es dann irgendwie so wie so ein halb offenes O ist. Wie so ein Kasten, wie so ein Rechteck, wo unten der Streifen fehlt. Und dann habe ich gedacht, okay, man muss vielleicht von dem rechten unten das wegnehmen, um dann irgendwie diesen Pfeil zu erzeugen. Aber dann... Nee, es ist einfach bloß das P und ein Pfeil, ja. Oh Mann. Ja, ich krieg einen Punkt. Vinti kriegt den Punkt. Oh, und ich bin nur noch 4 Punkte hochstand. Ich muss noch was einstellen, glaube ich. Ja? Ja, hier. Okay, ich kann ja schon mal vorlesen. Sauber eingepackt, der Parkplatz ist links. Das sollte für weniger Verwirrung sorgen. Das hier runter, so. Okay, alles klar, dann wieder zurück. Da, ich habe Inspektor Hastings kleine Kopfnuss für Sie geknackt. Sensationell, einfach sensationell. Jetzt kann ich endlich erhobenen Hauptes wieder Scotland Yard betreten und den Inspektor sagen, dass ich das Ding ganz alleine gelöst habe. Sie lügen? Frechheit, ja, also was vom Chef. Ja, also. Also ist aber ja ich echt bin schlimm. Nur noch 4 Rätsel hinter dir, ich kann das schaffen. So, 4, weiter nach rechts jetzt zu der. Ja, hab ich schon. Hä? Der Name! Oh, mein Enigma! Das ist ja unfassbar! Was? Das glaube ich nicht! Das ist vielleicht die aus verlorener Zukunft, die dann alt geworden ist. Nee, das war ja Lola Enigma. Ja, aber... da kann ja jetzt eine Oma sein. Nein, dann wäre ja Schnurrbart schon tot. Ja, okay, aber trotzdem. Oma Enigma! Ich fass es nicht. Oje, Mini, es ist schon so spät. Als ob das Oma Enigma ist, ey. Nein, also ehrlich, ich fand, sie hatte so leichte Ähnlichkeit, aber andererseits doch so, auch der Mund ist, ja, glaube ich. Und ja, und die Nase. Ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, hatten wir das schon angesprochen mal irgendwann in der Aufnahme, dass das aber sein könnte? Aber stimmt, das ist Oma Enigma, bloß halt um einiges älter. Und netter. Ja. Ich war so sehr ins Gespräch mit der Bedienung vertieft, dass ich ganz die Zeit vergessen habe. Oh mein Gott. Aber was, wenn Schnurrbart auch einen Nachfahren hat? So, okay, jetzt zu... Samuel. Zu Sniffy. Sniffler. Guten Abend, Sam. Aber hallo. Das ist ja mal ein Zufall. Nicht wirklich. Der Chefredakteur hat uns gebeten, hierher zu kommen, wissen Sie. Und Sie arbeiten ja hier. Wirklich? Ich meine, ich weiß natürlich, dass ich hier arbeite, aber der Chef hat tatsächlich nach Ihnen gefragt? Interessant, ich habe noch gar nichts von einem Fall gehört, den eine Privatdetektivin untersuchen könnte. Ich sollte sofort eine Story darüber schreiben. Nun, würden Sie uns bitte verraten, wo wir Ihren Chef finden?
Aber gerne doch. Klar kann ich das. Wenig überraschend ist das Redaktionsbüro, in dem der Chef arbeitet, auf der obersten Etage. Hey. Oh, wer hatte das gedacht? Ich habe zwar keine Ahnung, warum er sie angefordert hat, aber ich weiß, wie man hier bei uns so sagt, wo ein Leiden ist, ist auch eine Geschichte. Ja, also vielen Dank und bitte hören Sie auf, mich mit meinem Vater zu vergleichen, das tut weh. Ich frage mich, was wohl denn da dem allen steckt. Sehr interessant, wirklich sehr interessant. Ja, was steckt da nur dahinter, dem Gebäude? So, oh, wir dürfen aber auf jeden Fall rein. Was, Gott? Oh Gott, hab ich gesagt. Ach so, bist du schon drin oder was? Oh Gott. Oh Gott! Meine Güte, hier laufen also alle Fäden zusammen. Die Redaktionsetage der London Times, die Speerspitze der Nachrichtenwelt. Was ist ein OTP? Habt ihr ein OTP? Was ist ein OTP? Stimmt. Ja, was ist ein OTP? OTP? Oh, Original Theater Problem. Nee, keine Ahnung. Um das zu beantworten, müsst wir wissen, dass ein OTP ist. Ein Off-Topic-Problem. Also sowas, wo man über was ganz anderes redet, als wir jetzt hier machen. Ach so, okay, dann. Ja, das haben wir irgendein Off-Topic-Problem, über das wir reden können. Nein. Also ich weiß, was OTG ist. On the go. Das sind so Kabel, ich hab keine Ahnung. Mach mit denen man USB-Anschlüsse für Handys aufbereiten kann. Mal. Shipping. Was man fürs Leben gern shippt. Ja, vielleicht so ein bisschen. Frag und mich. Auch. Also habe ich früher richtig übertrieben gemacht, aber jetzt so. Okay. Ja, jetzt ist es nicht mehr zeitgemäß, glaube ich. Ja, und dezent andere. Ein bisschen, ja. Aber nicht so ganz schlimm, dass ich jetzt eine Fanfiction schreiben würde oder sowas. Also, oder das schon getan hättest. Das über meine Vergangenheit reden wir nicht. Okay, was für ein Saustall. Ich habe das ehrlich gesagt nur geraten, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich damit auf irgendwas stoßen würde. Ja. Das übertrifft ja meinen Schreibtischchaos noch bei weitem, meinem nicht. Nee? Und das sieht sie jetzt als Herausforderung. Challenge accepted. Das ist kein Wettbewerb, Cat. Können wir die mal sehen oder lesen, die Fanfics? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil ich da, glaube ich, 10 war. Ja, dann sind sie wenigstens noch kinderfreundlich. Ja, aber... Das wäre jetzt lustig gewesen, hättest du das verneint. Aber gut, ich vermute, dass einfach niemand Zeit zum Aufräumen hat. Alle sehen so beschäftigt aus. Nun, ich frage mich, wo denn nun unser Chefredakteur ist. Ah, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Mann da drüben. Ich erinnere mich an sein Gesicht aus der Zeitung. Na schön, es wird Zeit herauszufinden, was für einen Fall er uns hat. Für uns hat. Ja, es wird Times. Ach du Scheiße. Nee, das ist er bestimmt nicht. So, erstmal gucken nach Hinweismünzen. Ich muss schon sagen, eine echte Schreibmaschine der London Times. Wie herrlich aufregend. Schreibmaschine. Eine Royal 5. Oh, ich habe gerade gedacht, du willst es im Leitenteil verwenden. Nein. Meint ihr, ich könnte auch mal was tippen? Ich habe das Gefühl, dass mir eine Geschichte auf der Seele liegt. Da hat ja jemand eine halbgeschriebene Geschichte in der Maschine gelassen. Ich bin erledigt, ich kann nicht mehr schreiben. in der Feder? Unten links in der Feder? Erzählt meinen Kindern, ich war ein Held. Unten links in der Feder? Ah, hier? Da ist eine Kuriosität. Okay, in der Feder ist eine Münze, ja. Und da rechts ist die Kuriosität. Ja. Und im Akten... Viel benutzter Fotoapparat. Und im Aktenschrank links ist auch noch eine Hinweismünze. Aktenschrank links, okay. Da muss doch bestimmt noch irgendwo eine sein. In der Zeitung rechts. Zeitung rechts hier? Hm? Nee. Nein, etwas oben. An der Zeitung. Ach, diese Zeitung. Der Zeitungsständer hier. Ja, jetzt sehe ich ihn erst. Okay,
Ja, und sonst ist vielleicht irgendwo noch ein verstecktes irgendwas? Ich gucke gerade mal, was, ob man irgendwo noch gehen kann. Aber hier war doch gerade... Ah, hier in dem Regal? Nee. Sieht aus, als hätte der Chefredakteur eine eigene kleine Bibliothek. Ja, holla, diese Bücher sind ja überhaupt nicht sortiert. Manche stehen sogar auf dem Kopf. Erstkontakt mit Aliens. Die verlorene Zivilisation. Ich würde gerne jedes einzelne von diesen Büchern hier lesen.